Ja, liebe Freunde der Analogtage, hier sind wir wieder zurück. Mein Name ist Gunter Kürten und ich bin der Inhaber der Firma Torrens. Für den zweiten Slot habe ich mir das Thema TD 124 vorgenommen. Einmal ein Rückblick auf das, was damals mal war. Und dann habe ich euch auch was ganz Besonderes mitgebracht, und zwar den allerersten Direktantrieb von Torrens. Der ist sogar vor der Zeit entstanden des ersten 124er. Also hier reden wir um den Zeitraum 1955, 1956. Ganz genau kann ich es hier bei dem Modell jetzt nicht sagen, aber Mitte der 50er Jahre. Bevor wir hier aber dann einsteigen und später dann natürlich auch zu dem 124 DD kommen, unserem neuen, möchte ich euch noch mal einen ganz kurzen Abriss geben über Torrens und seine Geschichte. Keine Sorge, ich mache es diesmal etwas kürzer. Wir hatten ja schon den ersten Vortrag heute Morgen und jetzt quasi die Kurzversion für die, die die ganze Zeit dabei waren. Ja, wer hätte das gedacht? Torrens wurde 1883 von Hermann Torrens gegründet und ist somit tatsächlich die älteste Unterhaltungselektronikfirma der Welt. Insofern ist es natürlich eine große Ehre, dass ich die Firma jetzt seit Mitte oder Anfang 2008 führen darf und meinen Händen halten darf. Und es ist auch eine Ehre und eine Bürde und auch Verantwortung, dieses Unternehmen weiterzuentwickeln. Natürlich kam Torrens auch in ein paar schwierige Jahre, insbesondere als die CD eingeführt wurde und eigentlich alle Plattenspielerhersteller vollkommen am Boden zerstört waren. Das hat viele Firmen getroffen. Aber Torrens hat es geschafft, auch mit ein paar Turbulenzen trotzdem am Markt zu bleiben. Und ich hatte die Gelegenheit, in 2018 das Unternehmen von Heinz Rohrer zu übernehmen, der ja in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Und wir haben dann den Sitz der Firma gewechselt von der Schweiz wieder zurück nach Deutschland und wir sitzen in Bergisch Gladbach, also unweit von Lehmann Audio entfernt, gerade mal 10 Minuten mit dem Auto. Schauen wir noch mal auf ein paar Meilensteine. Wir müssen jetzt nicht jeden Meilenstein uns angucken, aber so der Anfang von Torrens. Es begann mit Musiktruhen, mit Spieluhren und mit Mundharmonikas. Später dann Grammophone und das war quasi dann auch der Startschuss hin zu den Plattenspielern. Wenn ich mir die Highlights unseres Produktportfolio anschaue, dann zählt sicherlich der TD 124 in der Urversion eine ganz große Rolle. 1957 erstmals vorgestellt und ist eigentlich bis heute die Ikone bei Torrens, klassischer Reibradantrieb, auf die Details gehen wir nachher noch ein. Und dieser Plattenspieler, ja, war für mich eigentlich ein Ansporn, das Zepter da nochmal in die Hand zu nehmen und einen 124er auch weiterzuentwickeln. Weitere Highlights waren natürlich, und da haben wir heute Morgen schon auch über den Nachfolger gesprochen, 1966 der TD 150. Für viele Leute der Einstieg ins, ich sag mal, Premium-Hi-Fi. Wir reden, zu der Zeit gab es den Begriff High-End noch überhaupt nicht. Aber wer einen vernünftigen Plattenspieler kaufen wollte, Mitte der 60er Jahre, der hatte die Wahl, naja, nimmt man ein Dual oder ein Elac oder ein Torrens. Und Torrens war zu der Zeit immer so das etwas Bessere, das, was man sich so gerade dann auch noch leisten konnte. Und ich persönlich habe so gemacht, ich habe in den Schulferien später dann, also ich bin Jahrgang 64, mit zwei war das noch nicht so weit, aber später in den Schulferien mir das Geld zusammengespart, um mir meinen ersten Plattenspieler zu kaufen. Und das haben viele Leute noch in Erinnerung. Das verbindet die Marke mit ihren Konsumenten. Und in 72 ein weiteres legendäres Modell, das war dann der Startschuss des 160er. Und den haben wir ja jetzt vor etwa 2 Jahren neu interpretiert als TD 1600 bzw. TD 1601. Übrigens morgen im Workshop um 11
fangen wir an mit dem dritten Slot sozusagen bei den Analogtagen. Morgen um 11 gibt es einen Workshop zum Thema Subchassis, die unterschiedlichen Konzepte, wie stelle ich das Subchassis ein, und da will ich insbesondere den TD 1600 bzw. 1601 vergleichen mit dem neuen Modell TD 1500. Da gibt es konstruktiv schon einige Unterschiede. Und das wollen wir so ein bisschen bewerten bzw. uns anschauen, wo sind die Details im Unterschied und wie stellt man auch einen solchen Plattenspieler optimal ein. Jetzt möchte ich aber auf den 124er zu sprechen kommen, und die Anfänge, wenn man sich das mal anschaut, hier nochmal einen Überblick über das Sortiment. Das Chart habe ich jetzt dazwischen geschoben, um euch nochmal einen Überblick zu geben, welche Modelle wir im Sortiment haben, weil es gab in den letzten 2 Jahren allein 9 neue Plattenspieler von Torrens, angefangen mit 2 kleineren vollautomatischen Plattenspielern. Der TD-102A ist schon im Markt seit etwa einem halben Jahr, sehr erfolgreich, und wir legen da jetzt mit dem TD-101A noch ein weiteres Modell, preislich etwas darunter, für 549 Euro, und der soll Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres in den Handel kommen. Dann haben wir die manuellen Geräte wie den TD-201 und 202 und dann die direkt angetriebenen Modelle. Dazu zählt quasi als Einstieg der TD-402DD, der TD-403DD, den ich heute schon präsentiert habe. Guckt euch das Video gerne in der Wiederholung nochmal an. Das wird alles auch online gestellt, auch auf YouTube, auf unserer Facebook-Seite, damit ihr die Möglichkeit habt, da nochmal nachzuschauen. Ja, und als Topmodell der 124, den hole ich dann gleich auf den Tisch, wenn es darum geht, die Details zu erklären. Mit dem TD 1600 haben wir quasi das Subchassis neu interpretiert und haben jetzt ein zweites Subchassis-Modell nachgelegt mit dem 1500er. Kommen wir aber jetzt auf den 124er. Und was ihr jetzt auf dem Bild seht, ist ein Original 124 MK2 mit dem Autophonarm. Und ich habe hier bei mir eigentlich so eine Mischung. Also eigentlich habe ich diesen wunderbaren Arm hier auf dem allerersten Direktantrieb. Auf den komme ich gleich dann nochmal. Und ich habe hier den TD-124 MK2 mit dem Torrens-Arm und nicht in dem Fall mit dem Fremdarm bestückt. Ich wollte mit dem Direktantrieb euch auch so eine Brücke schlagen. Warum macht denn Torrens jetzt bei seinen neuen Modellen auf einmal, warum gehen wir vom Reibrad auf den Direktantrieb? Und ich habe hier und da auch Stimmen gehört, die gesagt haben, Torrens und Direktantrieb, das passt doch irgendwie gar nicht zusammen. Torrens steht doch entweder für Reibrad oder für einen Riemenantrieb und Subchassis. Das ist aber nicht so ganz richtig. Also der 124 in seiner Ursprungsversion war so das erste, ich sag mal, Studiogerät oder Clubgerät, noch lange bevor Technics dann den legendären SL1210 auf den Markt gebracht hat, der sich dann als DJ-Ikone etabliert hat. Davor war aber die Zeit, da haben dann solche Größen, ihr seht es hier auf den Fotos, Jimi Hendrix im Hintergrund, sieht man einen 124er, James Brown, die Soul-Legende, Alan Parson, nicht jeder erkennt vielleicht das Bild, und natürlich alle, die die Hitparade geliebt haben, Dieter Thomas Heck hinter seinem DJ-Pult in der Hitparade, und da sind auf dem Bild 2 TD-124. Also das Gerät hat, man kann sagen, Geschichte geschrieben. Und wir sehen jetzt hier ein Bild aus der Produktion des 124er. Das war noch die Zeit, als Torrens in Saint-Croix in der Schweiz war. Das ist der französischsprachige Teil in der Jura in der Schweiz. Ich habe mir die Gebäude auch persönlich angesehen. Heute ist Beispiel, also es gibt noch die alten Gebäude.
Heute ist dort ein Altenheim untergebracht. Also wen es interessiert und sich für die Geschichte von Torrens interessiert, da gibt es auch ein kleines Museum, der kann gerne mal nach St. Croix fahren. Das ist wirklich interessant. Der liebe Kollege Joachim Bung, ein Journalist, der sich zur Passion gemacht hat, Entschuldigung, mehr über die Geschichte der Torrensgeräte zu erzählen, insbesondere über den 124. Er hat ein fantastisches Buch geschrieben. Es heißt Schweizer Präzision. Das ist so ein dicker Schuber. Das sind also zwei große Bücher zusammengefasst. Gibt es auch in der englischsprachigen Version, aber die deutsche ist ausführlicher. Sehr zu empfehlen. Man erfährt unfassbar viel über die Geschichte von Torrens und natürlich auch über die Geschichte des TD124. Und da bin ich Herrn Bung wirklich dankbar, dass er so ein tolles Buch für uns auch als Torrens eine Riesenehre geschrieben hat. Ja, kommen wir zum Vergleich. Also ich werde jetzt mal den Direktantrieb euch mal zeigen. Das ist der allererste direkt angetriebene Plattenspieler, den Torrens je gemacht hat. Und Torrens hat bereits 1928 Patentschriften veröffentlicht zum Thema Direktantrieb bei Grammophonen. Also es war da schon aktuell, und zwar elektrisch angetriebene Grammophone. Und daraus entwickelte sich quasi der direkt angetriebene Plattenspieler. Dieses Modell, da bin ich sehr happy, habe ich von einem ganz lieben Kollegen aus Holland, von Jaap Pees. Jaap, wenn du zuschaust, du seist gegrüßt. Jaap betreibt auch eine Fangruppe auf Facebook, die TD124-Fans. Wer sich für das Gerät interessiert, tretet da gerne bei. Da gibt es unfassbar viele Informationen, auch zum Service, auch zu Ersatzteilen etc. Und Jaap hatte dieses Gerät und ich habe ihn bekniet, Jaap, ich brauche diesen Plattenspieler, weil ich damit auch so schön herleiten kann, warum machen wir jetzt eigentlich wieder einen Direktantrieb. Das gute Stück werde ich jetzt aber auf Seite legen. Nicht wundern, wenn ich jetzt mal aus dem Bild gehe, weil ich werde kurz umbauen und den 124DD neben dem 124 MK2 stellen. So. So, jetzt haue ich fast die Deko um. Das ist übrigens das externe Netzteil vom 124er, das war früher nicht. Hier hat man einfach ein Netzkabel vom Gerät raus gehabt. Ursprünglich gab es das Gerät ja auch gar nicht mit der Konsole, sondern es war als Einbauplattenspieler gedacht. Hier sind lange Stiftschrauben oder Gewindestangen dran und dann wurde das teilweise in Musiktruhen eingebaut oder in entsprechende DJ-Konsolen. Und im Nachhinein kam dann die Firma Autophon und hat wunderschöne Zargen für den 124er gebaut und andere Zubehörhersteller. Das externe Netzteil lege ich mal auf Seite. Eines, was den 124 in der Urversion ausgezeichnet hat oder warum er auch so beliebt war, gerade im Studiobereich oder bei den aufkommenden Clubs teilweise oder Tanzlokalen, Diskotheken gab es noch nicht, aber zumindest Tanzlokale, das war beispielsweise, dass der 124er über eine Schnellstartfunktion verfügte. Wie muss ich mir das vorstellen? Es gab einen mechanischen Hebel hier an der Seite und dieser mechanische Hebel hat einen leichten Aluminiumteller angehoben. Und das eigentliche Schwungrad, der eigentliche Schwungteller darunter lief weiter. Und wenn man dann über die Mechanik den Teller angehoben hat, stand der Teller. Und durch Absenken, also quasi fallen lassen auf das große Schwungrad, wurde der Antriebsteller sofort mitgezogen. Also das sind eigentlich Funktionen, die kennt man von DJ-Plattenspielern mit einer Schnellstartfunktion. Das wurde hier mechanisch auf eine sehr clevere Art und Weise gelöst. Schön auch der integrierte Single-Puck,
Also man konnte das hier an der Seite drehen und der Puck kam dann entsprechend raus. Man musste keinen extra Puck beiseite haben, der auch immer verloren ging in den Clubs. Und beim alten 124er, ja, jetzt muss ich gucken, dass ich den Teller rauskriege, weil der hat einige Kilos, sieht man hier den gusseisernen Teller. Hier unten drunter eine Stroboskopscheibe und über einen Spiegel hat man dann die Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls auch nachzuregulieren. Heute sagt man Pitch Control dazu. Ich weiß gar nicht, was die für eine Bezeichnung früher da drin hatten. Ich lege den Teller mal auf Seite, weil dann kommen wir auf auch mal das Netzteil. Das brauchen wir jetzt nicht. Dann kommen wir auf ja, den legendären 124er und ich habe euch hier mal den Blick von oben mitgebracht. Auf dem Chart seht ihr im linken Feld den 124 von innen. Ich habe das extra mit dem Foto gemacht, weil das wäre jetzt hier ein bisschen schwierig, das auch von innen noch zu zeigen. Hier seht ihr, und das ist das eigentlich Wichtige, hier seht ihr das Reibrad. Das Reibrad geht halt dann beim Schalten an den Tellerinnenrand und somit wird der Teller dann angetrieben über das Reibrad. Ihr seht hier den Motor und der Motor wiederum wurde über einen Antriebsriemen angetrieben, um die Motorvibration möglichst gering zu halten. Ihr könnt euch vorstellen, die Motoren damals, die waren schon okay, wenn man die heute wartet. Wir achten darauf, dass sie dann möglichst laufruhig sind, aber die damaligen Motoren waren einfach noch nicht so laufruhig. Insofern hat man sich eines kleinen Tricks bewährt. Man hat den Motor in Gummis aufgehangen. Hier habe ich jetzt eine modifizierte Version, wo der Motor in drei Federn hängt, um ihn von der eigentlichen Aluminiumzarge zu entkoppeln. Und dann hat man die Motorkraft über einen Antriebsriemen laufen lassen auf dieses Schwungrad. Und dann konnte man hier entsprechend umschalten. Das Schwungrad geht dann bei Betrieb ran und somit habe ich die Geschwindigkeit dann auch über diese Mechanik einstellen können. Dieses Prinzip ist bei vielen Fans eigentlich sehr hoch geschätzt, insbesondere dann, wenn man ein sehr gut gepflegtes Modell hat und vielleicht auch modifiziertes Gerät hat, können so sehr gute Gleichlaufwerte erzielt werden. Und diese Reibradplattenspieler haben eine gewisse Soundcharakteristik. Also so wie sich ein Direktantrieb von einem Subchassis-Spieler unterscheidet, würde ich mal sagen, unterscheidet sich auch ein Reibrad von einem Subchassis-Spieler. In Worten zusammengefasst, der Sound, die Klangcharakteristik, ich spreche eigentlich ungern vom Sound, aber die Klangcharakteristik ist etwas, ja, die geht sehr voran. Also der eine oder andere sagt, es marschiert mehr nach vorne. Und so kann man es, glaube ich, auch ganz gut beschreiben. Der Klang ist insgesamt sehr dynamisch und direkt. So, als wir uns jetzt überlegt haben, wir machen eine Neuauflage des 124, ging es darum, wollen wir einfach nur eine Kopie eines alten Plattenspielers oder haben wir den Anspruch, vielleicht auch etwas besser zu machen. Es ist schwierig hier und es gibt viele Diskussionen, auch in Foren, wo Leute sagen, wie könnt ihr euch an der Ikone vergreifen? Entschuldigung, natürlich nimmt man auch gerne seine Historie auf und versucht dann die Dinge weiterzuentwickeln. Und wir haben jetzt beim 124er, bei dem 124DD, einen Direktantrieb. Das seht ihr jetzt auf den Charts. Links diese Mechanik, die ich euch gerade gezeigt habe. Und auf der rechten Seite, jetzt muss ich sehen, dass ich den Teller abkriege, weil der auch sehr schwer ist. Hier mal einen Einblick. Ich hebe das gleich mal hoch auf diese Motoreinheit. Wir haben heute auch einen fast gleich schweren Teller wie bei dem alten Druckus, aber anders designt. Aber ihr könnt sehen, dass hier
jetzt auch der Anti-Skating-Ring, nicht Anti-Skating, der Stroboskop-Ring auf der Unterseite ist. Wir haben dieselbe Mimik eigentlich beibehalten, um die Geschwindigkeit zu kontrollieren über dieses kleine Fensterchen, was wir hier vorne haben. Nur, dass das Anti-Skating jetzt vorne über ein kleines Rädchen eingestellt wird und nicht wie bei der Urversion oben am Drehschalter. Der Teller kommt auch mal auf Seite und dann habt ihr hier auch mal einen Blick auf den 12-poligen Motor. Und ein, finde ich, auch sehr interessantes Detail. Wir haben eben über die Schnellstartfunktion gesprochen, der Urversion mit dem Anheben des Tellers. Das geht bei einem Direktantrieb natürlich technisch anders. Das heißt, wir haben hier eine Motorbremse und dieser Schalter hier ist beibehalten worden und der bremst den Motor schlagartig ab. Insofern auch eine wirklich gut gelungene Schnellstartfunktion. So sieht der ganze, ja, im Ganzen dann aus mit dem externen Netzteil, 24 Volt Netzteil. Wir geben hier natürlich auch größten Wert auf ein stabilisiertes Netzteil. Also ein bisschen verpönt sind ja die Schaltnetzteile zu Recht, weil sie viel Elektrosmog in die Anlage bringen. Und hier haben wir natürlich auch einen Strombedarf, der höher ist, weil das ein, sag mal, sehr anzugsstarker Motor ist, der sehr stabil läuft. Und wir sind sehr geehrt, dass wir in diesem Jahr für den 124DD den EISA Award gewonnen haben. Für die, die es nicht wissen, die EISA ist quasi ein Zusammenschluss internationaler Fachmagazine. E stand früher für Europa, das stimmt aber schon nicht mehr, sondern mittlerweile ist es eine weltweite Auszeichnung, sodass auch Zeitungen aus den USA, zum Beispiel die Stereophile, mit zur Jury gehört. Und die sind unbestechlich. Also das ist wirklich, kriegt man dann irgendwann mal einen Anruf, für unsere Branche fast schon der kleine Oscar. Und wenn man dann diesen Preis erhält, ja, also wir haben ein Fläschchen Sekt aufgemacht, kann ich sagen, in der Firma. Gut, wir haben bei dem 124er, das ist übrigens ein Konzept, was wir auch gerne weiterverfolgen. Und deshalb nehme ich jetzt auch mal die Rückseite hier, zeige ich die hier. Neben den Cinch-Ausgängen auch symmetrische Anschlüsse. Auf der Seite, das ist jetzt hier, ein bisschen spiegelverkehrt im Bild. Hier ist der Anschluss für das externe Netzteil. Und dann die Cinch- und die XLR-Anschlüsse. Ja, die symmetrischen XLR-Anschlüsse, das ist bei Plattenspielern noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber eigentlich macht es bei einem Phonosignal am allermeisten Sinn in der kompletten Audiokette, weil das Phonosignal zum einen, sofern man einen MC-Tonabnehmer benutzt, sowieso schon ein symmetrisches Signal ist. Und insofern es natürlich Sinn macht, dass man dieses symmetrische Signal dann auch weiterführt bis zum Vorverstärker, der dann natürlich auch einen symmetrischen Eingang haben muss. Das kommt immer mehr. Mehr und mehr Vorverstärkerhersteller kommen jetzt auch mit Phono-Eingängen, die symmetrische Eingänge haben. Das ist etwas, was wir sehr fördern. Und mit Norbert Lehmann bin ich auch schon im Gespräch. Ich sage, Norbert, jetzt mach das doch mal. Und wer weiß, vielleicht kommt da in naher Zukunft auch etwas für diesen Bereich. Wäre zumindest etwas, was wir hier dann auch als Fazit aus den Analogtagen mitnehmen können. Also macht schön viele Kommentare, dass ihr das haben wollt. Und vielleicht kriegen wir dann den Norbert dazu, dass er sich da auch was Feines überlegt, weil die Vorstufen sind wirklich 1A. Okay. Über den Motor haben wir schon gesprochen. Da brauche ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Jetzt hoffe ich, dass das Bild nicht weiter hängt, aber da kommt es. Genau. Hier haben wir ein paar Details für euch nochmal, insbesondere was den Tonarm angeht. Ist ja auch
neu entwickelt, der TP124, dazu zwei, drei Charts später. Ihr seht oben rechts dieses schöne Strobfenster, um die Geschwindigkeit perfekt zu regulieren. Wie gesagt, vorne über diesen kleinen Drehregler. Ihr seht, wir haben auch diesen integrierten Single Puck so gelassen. Also in vielen Punkten wirklich ganz nah am Original. Und wenn wir schon unten links den Tonabnehmer sehen, das ist ein SBU, was auf dem Arm ist. Ich nehme das mal ab. Meins will gerade nicht, doch. Wir haben in Zusammenarbeit mit Ortofon ein SBU entwickelt, was optimal auf den neuen TP124 Tonarm abgestimmt ist. Das ist, wenn man die SBU-Familie kennt, weiß man, dass man die SBUs eigentlich mit einem Übertrager betreiben sollte, weil sie eine sehr geringe Ausgangsspannung haben. Ich glaube 0,15 Millivolt, sowas in der Größenordnung. Wir haben jetzt bei dem SBU 124, so heißt das, die sagen High Output MC, ich sag mal, das ist ein normaler Level 400 Millivolt, 0,4 Millivolt, der es ermöglicht, an möglichst vielen Phonophore-Verstärkern auch angeschlossen zu werden. Man braucht keinen weiteren Übertrager. Und dieser Tonabnehmer, wie gesagt, speziell für den Plattenspieler entwickelt. Der ist optional erhältlich und aus unserer Sicht eine wirklich wunderschöne Kombination. Kommen wir kurz auf den Arm. Der Arm, ja, da habe ich öfter gehört, Moment, das Arm-Design, das erinnert mich doch an jemanden. Ihr müsst wissen, in den Jahren, als Torrens noch in La war, im Gerätewerk in La, da war EMT und Torrens zusammen. EMT hat seine Tonarme gemacht, Torrens hat seine Tonarme gemacht. Und hier der frühe BTS-12 sieht auch in etwa so aus. Er hat auch diese Einstellung hier am Arm für die Auflagekraft, also nicht über das Gegengewicht, sondern über einen Hebel und einen Federmechanismus. Das haben wir an diesem Arm wieder aufgenommen und haben integriert den elektronischen Lift, den der ein oder andere kennt vom TD1601. Also das ist eine recht aufwendige Geschichte, der ist von uns patentiert. Ihr müsst euch vorstellen, in diesem kleinen Röhrchen ist ein Mikromotor eingebaut und der Mikromotor fährt dann den Lift rauf oder runter. Das Ganze elektronisch gesteuert. Dieser Lift, wie gesagt, patentiert und 100% unsere eigene Entwicklung. Sind wir auch sehr stolz drauf. Kommen wir mal zum Basisrohr. Basisrohr ist die Einheit, die quasi die Verbindung durch das Tonarmrohr ist, also wo der Arm nachher drauf läuft. Ich habe euch mal nur dieses Basisrohr hier mitgebracht. Ihr seht die Lochenden. Das ist das, was ihr auf dem Bildschirm unterhalb des Tonarmboards seht. Und warum habe ich das mitgebracht? Dieses Teil ist absolut erfolgskritisch für einen guten Tonarm, weil die Lagerung ist die Herausforderung. Es gibt sehr unterschiedliche Lager. Ich halte es hier unten mal fest und lasse es mal so laufen. Ich hoffe, dass die Kamera das halbwegs eingefangen bekommt. Interessant übrigens, wenn man sowas auch mal ans Ohr hält. Es gibt manche Lager, da klackert das so richtig laut. Dafür haben wir auch entsprechende Messapparaturen in der Firma, um das zu messen. Dieses Lager läuft smooth, also wirklich leise und leicht. Hier verwenden wir, das Geheimnis ist, wir verwenden hier Präzisionslager aus Japan von der Firma Minibea. Und diese Lager sind extrem gut von ihrer Güte. Und das macht sich dann nachher einfach auch in der Performance des Tonarms sehr stark bemerkbar. Das Anti-Skating haben wir hier gelöst. Ihr seht ja, dass durch das Tonarmboard so ein kleines Gewicht geht. Oben mit das Rote ist ein kleines Rubinlager. Das heißt, der Nylonfaden läuft über das sehr glatte Rubinlager runter. Und wenn man das jetzt hier sieht, der Faden läuft schön mit.
ohne jegliche Reibung. Und somit garantiere ich auch ein absolut perfektes, eine absolut perfekte Anti-Skating-Einheit. Ja, im Grunde, sehe gerade, das war schon das letzte Chart. Im Grunde sind wir durch. Ich möchte mich jetzt erstmal bedanken bei euch. Habt ihr vielleicht Fragen, die ja noch? Die Regie sagt gerade, dass meine Ausführungen anscheinend präzise waren und ihr keine Fragen habt. Das finde ich gut. Ansonsten könnt ihr uns natürlich immer anschreiben auf info@torrens.com oder ihr geht auf unsere Seite auf die torrens.com und dort haben wir alle Informationen zu den Produkten auch hinterlegt. Ansonsten noch eine schöne Veranstaltung. Ich hoffe, wir sehen uns virtuell heute Abend zum Live-Konzert aus den Bauer Studios wieder. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Nachmittag. Bis später.